Sonntag haben wir geredet über Psalm 45 und wir werden heute reden über Psalm 44. Wir lesen das vor. Psalm 44, eine Frage: Hat Gott sein Volk verstoßen? Gott, wir haben mit unseren Ohren gehört, unsere Väter haben es uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten in alten Tagen. Und wir werden jetzt positive Dinge berichtet, was er getan hat für sein Volk. Du hast mit deiner Hand die Heiden vertrieben, sie aber hast du eingesetzt. Du hast die Völker zerschlagen, sie aber hast du ausgebreitet. Denn sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm und das Licht deines Angesichtes, denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Du bist es, mein König und mein Gott, der du Jakob Hilfe verheißest. Durch dich wollen wir unsere Feinde zu Boden stoßen, in deinem Namen niedertreten, die sich gegen uns erheben. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du hilfst uns von unseren Feinden und du machst zu Schanden, die uns hassen. Täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen ewiglich. Also der erste Teil von diesem Psalm beschreibt die Hilfe Gottes für sein Volk, dass Gottes Volk aus seiner Gnade lebt, aus Glauben lebt und dass der Herr große Wunder tut. Und jetzt kommt ein Teil, wo es heißt, dass sich die Dinge auf einmal ändern, ja? Dass es auf einmal Not gibt. Und der Schreiber fragt hier: Warum verstößt du uns denn jetzt? Warum verstößest du uns denn nun und lässt es uns zu Schanden werden und ziehst nicht aus mit unserem Heer? Du lässt uns fliehen vor unserem Feind, das uns berauben, die uns hassen. Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe und zerstreust uns unter die Heiden. Du verkaufst dein Volk um ein Nichts und hast mit ihrem Kaufgeld nichts gewonnen. Du machst uns zur Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Du machst uns zum Sprichwort unter den Heiden, lässt die Völker das Haupt über uns schütteln. Täglich ist meine Schmach mir vor Augen und mein Antlitz ist voller Scham, weil ich sie höhnen und lästern höre und muss die Feinde und Rachgierigen sehen. Dies alles ist über uns gekommen, ja, und wir haben doch dich nicht vergessen, an deinem Bund nicht untreu gehandelt. Unser Herz ist nicht abgefallen, doch unser Schritt abgewichen von deinem Weg, dass du uns so zerschlägst am Ort der Schakale und bedeckst uns mit Finsternis. Wenn wir den Namen unseres Gottes also vergessen hätten und unsere Hände aufgehoben hätten zum fremden Gott, würde das Gott nicht erforschen. Er kennt ja unseres Herzens Grund. Ist interessant, hier heißt es, dass Gottes Volk in einen Zustand kommt der Bedrängnis, der Drangsale. Gottes Gnade, Gottes Hilfe scheint weg zu sein. Gottes Bedeckung scheint weg zu sein. Das Volk Gottes ist irgendwie bedrückt, erlebt dunkle Tage, dunkle Orte. Sie erleben, als ob sie in den Staub gelegt worden sind von Gott. Und dieser Schreiber identifiziert sich mit Gottes Volk und denkt nach: Was haben wir falsch gemacht? Sind wir Sünder? Sind wir stolz geworden? Leben wir in Rebellion gegen dich? Und er erforscht sein Herz für die Christen und für Gottes Volk. Und er sagt: Täglich ist meine Schmach mir vor Augen und mein Antlitz ist voller Scham. Das heißt, auf einmal kommt der Mensch in einen Zustand, wo er auf einmal Schmach spürt. Durch die Bedrängnis vom Feind fühlt er sich auf einmal angeklagt, er fühlt sich voll Schmach und denkt sich: Mein Gott, was habe ich denn falsch gemacht? Du hast uns zu Schmach gemacht bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind.
Täglich ist meine Schmach vor Augen und mein Antlitz ist voller Scham. Und warum hat er Schmach und warum ist das Antlitz voller Scham? Weil ich sie höhnen und lästern höre und muss die Feinde und Rachgierigen sehen. Alleine der Zustand, dass sie bedrängt werden, der Feind greift uns an und wir reagieren und denken, irgendwie stimmt mit uns nicht. Wir denken, irgendwie muss es doch einen Grund haben, warum der Feind Macht hat über uns. Da muss doch einen Grund haben. Und dann passiert Folgendes: Wir sind voller Schmach, das Antlitz ist voller Scham, weil sie uns höhnen. Und dann denkt er nach. Dies alles ist über uns gekommen und wir haben doch dich nicht vergessen. Er sagt, ich habe den Eindruck, Jesus lässt uns oft prüfen, ob wir im Glauben sind. Ja? Prüfe doch, ob ihr im Glauben seid, ob ihr in Sünden seid. Erforsche mein Herz, heißt es, und erforsche meine Nieren. Und er sagt hier, dies alles ist über uns gekommen, was wir hier erleben, diesen Zustand. Aber wir haben durch dich nicht vergessen und an deinem Bund nicht untreu gehandelt. Unser Herz ist nicht abgefallen, noch unser Schritt abgewichen von deinem Weg. Dass du einen Grund hättest, dass du uns zerschlägst, der Wort der Schakale, und bedeckst uns mit Finsternis. Wenn wir den Namen unseres Gottes also vergessen hätten und unsere Hände aufgehoben hätten zum fremden Gott, würde das Gott nicht erforschen? Er kennt ja unseres Herzens Grund. Und jetzt kommt der Heilige Geist und redet zu diesem Volk Gottes, das in Zweifel ist, und er sagt, doch um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Das heißt, hier zeigt uns Gott den Grund, warum wir bedrängt sind. Der Grund ist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Satan hasst uns, weil wir Kinder Gottes sind. Das heißt hier, doch um deinetwillen werden wir täglich getötet. Wegen dir, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir einen Bund gemacht haben wie mit Gott, mit Jesus. Es ist interessant, doch um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Und darum können wir wieder sagen, wache auf, Herr, warum schläfst du, werde wach und verstoß uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Antlitz und vergissest unser Elend und unser Drangsal? Denn unsere Seele ist gebeugt zum Staube, unser Leib liegt am Boden. Mach dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen. Hier sagt uns der Herr, du hast in deinem Herzen geprüft und es ist kein Grund, dass ich dir böse bin und dass ich dir nachgehe und dich strafe, weil du etwas getan hast. Es ist der Feind, der dich angreift und attackiert, weil du mein Kind bist. Doch um deinetwillen werden wir täglich getötet. Ist es nicht interessant, dieser Satz, wo der Herr hier sagt, um deinetwillen, Gott, werden wir täglich getötet und sind geachtet oder wie Schlachtschafe. Könnt ihr euch erinnern, bei Hiob, was Gott über Hiob gesagt hat? Er hat über Hiob gesagt, es ist kein so toller Mann, der so treu ist zu mir und mich liebt und sich fürchtet, das Böse meidet. Gott hat wirklich gut über ihn geredet, oder? Und wir denken immer, es gibt immer solche Lehren, oder? Die sagen, Hiob war ein selbstgerechter, stolzer Mann und weiß ich was alles. Aber die Bibel sagt, dass Gott sagt, ihr habt nichts Rechtes geredet über mich und über Hiob. Ihr habt so getan, als ob ihr Dreck am Stecken habt und habt das, was ich über ihn denke, habt ihr in den Dreck gezogen. Und der Herr will uns heute etwas sagen. Wie ich das also gelesen habe, ist mir klar geworden, warum wir oft unter Beschuss sind. Es gibt oft einen Grund, eventuell, dass Gott uns richten muss oder einfach richtet. Im Buch Hiob gibt es da eine interessante Bibelstelle, möchte ich euch vorlesen, dass sich einen Grund gibt.
Es heißt hier, Elihu, Kapitel 36 von Hiob heißt es, er wendet seine Augen nicht von dem Gerechten, sondern mit Königen auf dem Thron lässt, dass sie sitzen immer da, dass sie groß werden. Also Hiob 36, Vers 7. Und wenn sie gefangen liegen in Ketten und Elend, gebunden mit Stricken, so hält er ihnen vor, was sie getan haben und ihre Sünde, dass sie sich überhoben haben, und öffnet ihnen das Ohr zur Warnung und sagt ihnen, dass sie sich von dem Unrecht bekehren sollen. Gehorchen sie und dienen, so werden sie bei guten Tagen alt werden und glücklich leben. Gehorchen sie nicht, so werden sie dahinfahren durch des Todes Geschoss und vergehen in Unverstand. Ja, die Ruchlosen verhärten sich im Zorn. Sie flehen nicht, auch wenn er sie gefangen legt. So wird ihre Seele in der Jugend sterben und ihr Leben unter den Huren im Tempel. Aber den Elenden wird er durch sein Elend retten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal. So reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist, und an deinem Tische voll von deinem Guten wirst du Ruhe haben. Wenn du aber richtest wie ein Gottloser, so halten dich Gericht und Recht fest. Also hier sagt der Herr, hier gibt es einen Grund, dass Gott uns straft, es ist, wenn wir richten, heißt es. Wenn du aber richtest wie ein Gottloser, dann erlaubt uns Gott das. Aber wenn unser Herz rein ist und wenn ich weiß, ich richte momentan niemand, bin in Vergebung, dann ist die andere Seite, dass uns der Feind einfach attackiert, weil wir seine Kinder sind. Ja? Im Römer 8, es heißt, wir werden gerechnet wie Schlachtschafe, heißt es. Im Römer 8 heißt es, Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Und die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Hier werden Christen beschrieben, die er vorher bestimmt hat, seinem Sohn, dem Bilde seines Sohnes gleich zu sein. Das heißt, der Weg, den Jesus gegangen ist, und hier beschreibt Jesus den Weg der Überwinder, den Jesus ging. Im Jesaja 53 wird beschrieben, dass der Herr getötet wurde, ohne Grund, oder? Es gab keinen Grund. Hier heißt es, Jesus sagt im Jesaja 53, Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, und jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf uns aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ja, es heißt, Jesus war ein Schlachtschaf. Und im Römer heißt es, wir lesen das, jetzt geht es weiter. Also die er vorherbestimmt hat, heißt es, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also der Herr hat bestimmte Leute vorherbestimmt, die er erwählt hat, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sind. Ja? Das sind nicht alle, es sind solche Leute, die er vorherbestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleich gestaltet zu werden. Ja, wir kennen ja Jesus, wir kennen seinen Weg, den er ging, und wie er am Anfang dieses kleine Kind, es heißt hier, Jesaja 53 am Anfang noch kurz, heißt es, siehe, meinem Knecht wird es gelingen, Jesaja 52, Vers 13, so wird er erhöht und sehr erhaben sein.
ist eine Vision, dass Jesus erhöht sein wird, hoch erhaben sein wird. Dann heißt es, wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderen Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. Hier redet Jesus von der Entstaltung, oder wie man da sagt, seine Gestalt wurde verwüstet am Kreuz. So wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund von ihm zuhalten. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und wem ist der Herr, der Arm des Herrn offenbar? Jesus Christus, heißt es, er schoss auf vor dem Vater wie ein Reis und wie die Wurzel aus Dürre im Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Ich frage, ob jetzt nur sein Bild, also beschrieben wird am Kreuz, oder ob Jesus unauffällig war als Mensch. Ich weiß es nicht. Es heißt, er schoss auf vor ihm wie ein Reis. Das redet von der Jugend, glaube ich, oder? Wie eine Pflanze, eine kleine, ein Sprössling, der rauskam, ja, und wenn die Wurzel aus dürrem Erdreich, Jesus wuchs auf in einem dürren Erdreich, in einer dürren Umgebung. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Und da ist etwas da bei ihm und auf ihm. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das heißt, dieser Leidensweg oder sein Leben irgendwie war nicht offensichtlich anziehend oft einmal. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Der Allerverachtetste. Was heißt denn das? Er war der Allerverachtetste. Fühlst du dich manches Mal abgelehnt und verachtet? Okay. Und Jesus sagt, ich war noch viel mehr verachtet, noch viel mehr abgelehnt wie du, oder? Voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, geplagt und von Gott gemartert. Interessant ist, wenn wir diesen Weg ansehen, denken wir, wir haben mit diesem Weg nichts zu tun. Aber das ist der Weg von Golgatha. Und der Weg von Golgatha ist auch dein Weg. Das heißt, wenn du in deinem Leben, wenn diese Dinge nicht eintreffen oder eingetreten sind in deinem Leben, dann gehst du nicht den Weg von Christus. Wenn deine Jugend an alles immer gut war, wenn du kein dürres Erdreich hattest und alles immer toll lief, und das heißt, diese Vision, die Gott hat über seinen Sohn, das war verachtenswert. Und für Gott war dieser Weg, für Jesus, diese Wurzel und dieser Halm, der da war, der unscheinbar war, war großartig in den Augen Gottes. Ja, und dieser Weg, das uns also begleitet auf unserem Weg, auf unserem Lebensweg. Wir reden jetzt vom Weg von Golgatha. Der Paulus sagt mir, ich möchte ihn und die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen, aber zuvor muss ich seinem Kreuz und dem Tod gleichgestaltet werden. Ich habe das von Robert Jüring gelernt. Es sind wenige, die das kapieren. Der Weg Jesu Christi sehen wir in unserem Weg, in unserem Lebensweg. Das heißt, wenn du bestimmte Elemente erkennen kannst in deinem Leben, was hier steht, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Ja? Er war der Allerverachtetste, Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Aber der Herr sagt, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Könnte es sein, dass was auch ausständig ist, heißt es an den Leiden Christi, kann es sein, dass Gott dich getauft hat in deiner Jugend mit diesen Dingen? Ja, wir wollen von dem natürlich nichts hören, weil das ist ja nicht interessant, oder? Wir wollen absolut gut dastehen, ja. Und ich habe mal etwas gelesen von einem Menschen,
in klare Lieder 3. Ich bin der Mann, der ihn sehen muss durch die Route des Grimmes Gottes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und er hebt sie gegen mich Tag und Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitterkeit und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte Fesseln gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu von meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Er lässt mich den Weg verfehlen. Er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Er hat mir seine Pfeile in die Nieren geschossen. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ihr Spottlied. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Er hat mich auf Kiesel beißen lassen. Er drückte mich nieder in die Asche. Meine Seele ist vertrieben, ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen, mit Wermut und Bitterkeit getränkt. Oder? Denke an deine Jugend, wie du von deinem Vater verachtet worden bist, keine Liebe empfangen hast, als Schlampe tituliert worden bist. Du wirst ja daran denken, denn meine Seele sagt es mir. Dies nehme ich zu Herzen. Der Herr sagt, alle, die mit Wermut und Bitterkeit getränkt worden sind in ihrem Leben, voller Ablehnung, auch Krankheit im Leben, dies nehme ich zu Herzen als Christ. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Sein Erbarmen hat noch kein Ende, sondern es ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich hoffen. Das sagt auch Hiob, oder? Sagt er das? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, der Herr ist mein Teil. Er war in einem Zustand. Hatte Hiob Sünden? Nein, Gott hat gesagt, da passt der Mann. Ja, er ist aufgehetzt worden von seinen Freunden. Und darum hat er formel blöd geredet. Das war das, was er blöd geredet hat. Die Güte des Herrn ist es, heißt es, dass es nicht aus ist. Sein Erbarmen hat kein Ende, sondern es ist alle Morgen neu. Seine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, sprich meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Und dann heißt es hier etwas, es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Es ist ein köstlich Ding, dass ein Mensch erduldet, dass er ein Leben lang stottert in seiner Jugend. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze schweigsam, wenn Gott es ihm auferlegt. Das heißt, er sitze schweigsam, wenn Gott ihm das auferlegt. Wir wissen ja alle, wir sind ein Lamm für eine Familie, oder? Er sitze einfach und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist doch Hoffnung. Er bitte die Backe dem da, der ihn schlägt und lasse sich viel Schmach antun. Das ist dieser Weg von Jesus. Er biete die Backe da, dem, der ihn schlägt und lasse sich viel Schmach antun. Schlechte Beurteilungen. Backe. Er biete die Backe dem da, der ihn schlägt und lasse sich das gefallen. Er lasse sich viel Schmach antun. Das heißt, warum sollen wir das erdulden? Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen betrübt er die Menschen, denn nicht von Herzen lässt er zu, ja, dass der Mensch betrübt wird. Und dann sagt er, warum das passiert, wenn man alle Gefangenen auf Erden unter die Füße tritt und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt und eines Menschen Sache verdreht, sollte das der Herr nicht sehen.
Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehls und dass nicht Böses und Gutes aus seinem Munde kommt des Allerhöchsten? Interessant, das ist eine interessante Bibelstelle, die wird nämlich verwendet, dass Gott verantwortlich ist auch für das Böse. Hier sagt der Herr, ich lasse dich fühlen, was ich fühle am Kreuz. Ich lasse dich fühlen, ja, was die Sünde deiner Familie mir angetan hat und mir tut. Dieser Tod, der da drinnen ist, habe ich auf dich gelegt. Diesen Tod. Wenn man alle Gefangenen auf Erden unter die Füße tritt und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt, sollte der Herr nicht sehen. Wer darf denn sagen, dass es nicht ohne Befehl des Herrn passiert? Was murren die Leute im Leben? Das heißt, es murre jeder wieder seine Sünde. Das heißt, du bist getauft worden mit Sünde. Und dann müssen wir anfangen, dass wir murren in uns drinnen gegen diesen Zustand. Es ist nicht nur unser Zustand, sondern der Zustand um uns herum. Um unsere Familie, um unsere Freunde, um unsere Nachbarn. Wir sollen über das murren. Wir sollen nicht über uns murren, sondern der Herr sagt, ich sehe, dass diese Dinge, wenn man alle Gefangenen auf einen unter die Füße tritt und eine Sache von dem Allerhöchsten beut, die Sache des Menschen verdreht, sollte das der Herr nicht sehen. Das heißt, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Jetzt redet er auf einmal von uns. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel. Das heißt, wir müssen uns identifizieren. Ja. Ist eine interessante Geschichte, die man nicht lehrt und die man nicht hören will. Ist etwas ganz klar, dass man das nicht hören will. Aber es ist Teil des Evangeliums. Und ein ganz wichtiger Teil vom Evangelium. Im Vers 51 in Klage Lieder 3 heißt es, mein Auge macht mir Schmerzen wegen all der Töchter meiner Stadt. Sie haben mein Leben in der Grube zunichte gemacht und so weiter. Ich rief aber den Namen des Herrn an und du erhörtest meine Stimme. Interessant. Du führst her meine Sache und erlösest mein Leben. Jetzt gehe ich wieder zurück zum Römerbrief. Dass diejenigen, die ihre Welt hat, ja, hier heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Hier sagt, wenn wir erwählte Kinder sind, ist Gott für uns. Ist Gott für uns? Der Herr sagt, Gott ist für dich. Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Hier heißt es, der seinen Sohn nicht verschont hat, ihn für uns dahingegeben. Er sagt, ich habe meinen Sohn dahingegeben für euch, er ist auferstanden für euch. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Ja, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer ist der Ankläger? Wer beschuldigt uns? Das ist der Feind, es sind die Menschen. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Warum? Es sind hier Dinge da, die negativ sind, Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Und die Bibel sagt, alle diese Dinge dürfen uns nicht scheiden von der Liebe Gottes. Es heißt hier, warum erleben wir diese Dinge? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das heißt, der Satan, weil wir Kinder Gottes sind, weil uns Gott erwählt hat, seinem Sohn gleich zu sein, sagt, da werden wir von Satan und von den Menschen geachtet wie Schlachtschafe, die getötet werden. Ja. Und dann geht es weiter.
aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das heißt, wenn ich das gelesen habe, ist mir etwas klar geworden. Wir werden verfolgt. Es kann einen Grund haben, dass wir richten und uns deswegen Gott erlaubt, dass wir bedrängt werden. Aber wenn wir nicht richten, wenn wir wissen, wir haben ein reines Herz gegenüber den Menschen, das heißt nicht, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Schmach erleben und Scham spüren, weil uns der Teufel und die Menschen fertig machen, uns verachten, heißt es hier, Gott hat dich erwählt, dem Bild Christi gleichgestaltet zu werden. Und dann heißt es, aber in dem Allen überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Das bedeutet was? Wir werden diese Dinge erleben. Wir werden betrachtet wie Schlachtschafe. Schlachtschafe, Jesus wurde wie ein Schlachtschaf abgeschlachtet. Und der Herr sagt, das wird dir auch passieren. Du wirst geachtet wie ein Schlachtschaf. Und es werden Dinge kommen, Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Aber die Bibel sagt, aber in dem allem überwinden wir bei weitem durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass, und jetzt kannst du dein Leiden einfügen, dass weder Tod noch Leben, weder Dämonen, Mächte des Todes, Mächte oder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Was sagte Hiob? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich denke, das haben die meisten Christen nicht kapiert. Verstehen seine Worte nicht und seine Wege nicht. Wenn wir Christus nachfolgen, dann werden wir geschlachtet wie Schlachtschafe, wir werden abgeschlachtet von den Dämonen, wir werden attackiert in der Nacht von Dämonen, von Geistern des Todes, wir werden attackiert in unserem Leib und dann erschrecken wir auf einmal. Aber Jesus sagt, nichts kann euch trennen von mir, von meiner Liebe. Aber Jesus sagt, ich bin auferstanden, sagt Jesus, aber in dem allem überwinden wir bei Weitem durch den, der uns geliebt hat. Das heißt, wenn wir in solche Zustände kommen, was sagt der Herr? Wir sollen überwinden durch den, der uns stark macht. Das heißt, wir müssen Christus in uns aktivieren, seine Stärke in uns aktivieren. Jesus sagt, dass unser Kampf ist gegen Mächtige und Gewalten. Wie der Teufel sagt immer, wenn es uns so dreckig geht, gut, du hast Dreck am Steck. Und der Herr sagt, nein, du wirst attackiert, weil du mich liebst, weil du zu mir gehörst. Denn wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut, Mächtigen und Gewalt, denn wir haben mit Mächtigen, sondern mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Er sagt, werdet stark, heißt es. In dem Herrn, heißt es. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, was bei Hiob passiert ist, und Gott hat mit Hiob geredet, wo Elihu nicht mehr geredet hat, seine Freunde nicht mehr geredet haben, hat Gott geredet und hat ihnen etwas erzählt über die Tiere. Und dann hat Gott ihnen etwas erzählt, dem Hiob, über den Leviathan und den Behemoth, über den falschen Prophet, über den Antichristen. Hat er gesagt, diese zwei Mächte haben die Fäden gezogen gegen dich. Die zwei Burschen. Ohne meinen Auftrag, die haben das einfach getan. Wir sehen beim Kampf von Israel unter dem König Hiskia, wo der Sanherib, der Rabschake kam. Ich bin gekommen im Namen des Herrn. Und es war so, Gott hat sie geschickt. Aber Gott hat zu ihm gesagt, hast du die Grenzen überschritten. Du hast nicht getan, was ich dir gesagt habe. Ich kenne dein Aufstehen und dein Gehen, dass du tust und willst, was du willst. Du hast eines im Sinn, du tust zwar so, als ob du in meinem Namen
Menschen richtest, aber du hast alles im Sinn zu töten und zu schlachten und meine Grenzen nicht zu respektieren. Und der Herr sagt, dann werde ich kommen und werde dir mein Binsenseil in deine Nase jagen und dich zurückziehen. Ich sage euch, die hier zuhört, es ist ein Kampf auf Biegen und Brechen mit Luzifer und seinen Dämonen, mit Behemoth, mit Leviathan, mit diesen Mächten. Sie sind uns überlegen, sie greifen uns an, weil wir zu Jesus gehören, wie Hiob. Und wir müssen eines tun. Der Herr hat gesagt, ich habe dich erwählt. Ich habe dich wie meinem Sohn erwählt, ich werde dir alles schenken. Und wie Jesus auferstanden ist, so will ich dich lehren, dass nichts dich trennen kann von der Liebe in meinem Sohn. Ihr werdet überwinden bei weitem durch meinen Sohn, durch mein Wort, durch meine Kraft. Ihr werdet den Satan, ihr werdet ihm die Füße des Herrn in seinen Nacken stecken. Und er muss gehen. Er geht zurück. Der Teufel lotet uns aus, wie unser Glaube aussieht. Ja. Er greift uns an. Versteht ihr das? Wir müssen aufhören, so ein billiges Evangeliumsdenken zu haben, weil wir Christen sind, ja. Wir denken, wir gehen auf einen Luxusliner und haben gute Dinge und Halleluja und preis den Herrn und wir denken, ja, wir kriegen nur gute Dinge in unserem Leben, ja. Es ist, wenn du zum Herrn gehst, bist du auf einem Kriegsschiff. Bist im Kampf, wenn du am vordersten Front bist, bist du im Kampf und der Satan gibt keine Ruhe, er greift dich dauernd an. Und wenn du den Feind besiegen willst, musst du noch stärker sein wie er, noch mehr dranbleiben, noch mehr Hingabe haben, noch mehr dich füllen mit der Power des Herrn. Nur Jesus Christus, wenn du ihn aktivierst und die Kraft des Heiligen Geistes, kannst du es dieser Bestie sein. Das heißt, wenn es dir dreckig geht, ist es möglich, dass Fehler da sind. Der Heilige Geist wird uns zeigen, überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, wenn wir eigene Dinge suchen. Aber der Heilige Geist zeigt uns auch, dass der Feind gerichtet ist. Und Jesus sagt, der Feind. Ja. Wir denken, in Hiob 28 gibt es eine interessante Bibelstelle noch drinnen, die ist sehr interessant. Und ich denke, dass mein Lebenslauf und der Lebenslauf meiner Frau hat etwas zu tun, dass uns Jesus schon als Kind berufen hat, als Lamm für die Familie und dass er uns mit diesem Dreck Luzifers schon getauft hat, mit der Sünde unserer Familie. Ja? Die Bibel sagt, ein jeder murre wegen der Sünde der Familie. Gott tauft dich mit diesen Sünden, als Kind schon. Du weißt es nicht, dass es die Sünde deiner Familie ist, mit der du getauft wirst. Und darum ist es so ein Krieg mit der Familie. Im Hiob 28, das Lied von der Weisheit Gottes. Jetzt hat das Silber seine Gänge und das Gold seinen Ort, wo man es läutert. Eisen bringt man aus der Erde und aus dem Gestein schmilzt man Kupfer. Man hat der Finsternis ein Ende gesetzt und bis es jetzt erforscht man das Gestein, das im Dunkel tief verborgen ist. Man bricht einen Schacht fern von da, wo man wohnt, vergessen, ohne Halt für den Fuß, hängen und schweben sie fern von den Menschen. Man zerwühlt wie Feuer unter die Erde. Und der durch oben das Brot wächst, auf der durch oben das Brot wächst. Man findet Saphir in ihrem Gestein und es bringt Goldstaub. Den Steig dorthin hat kein Geier erkannt und kein Falkenauge gesehen. Der stolze Wild hat ihn nicht erkannt, betreten und kein Löwe ist darauf gegangen. Auch legt man die Hand an die Felsen und gräbt die Berge von Grund aus um. Man bricht Stollen durch die Felsen und alles, was kostbar ist, sieht das Auge. Man wird dem Tröpfeln des Wassers und bringt, was verborgen ist, ans Licht. Wo will man aber die Weisheit finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist. Und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Die Tiefe spricht, in mir ist sie nicht, und das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht.
Man kann nicht Gold dargeben für sie, noch Silber dar wegen sie zu bezahlen. Ihr gleicht nicht Gold von Ophir oder kostbare Onyx und Saphir. Gold und edles Glas kann man ihr nicht gleich achten, noch sie eintauschen um güldenes Kleinod. Korallen und Kristall achtet man gegen sie nicht. Wer Weisheit erwirbt, der wirbt, der hat mehr als Perlen. Topas aus Kusch wird dir nicht gleich geschätzt und das reinste Gold wiegt sie nicht auf. Woher kommt denn die Weisheit und wo ist die Stätte der Einsicht? Sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen, auch verborgenen Vögeln unter dem Himmel. Der Abgrund und der Tod sprechen. Wir haben mit unseren Ohren von nur ein Gericht von ihr gehört. Gott weiß den Weg zu ihr. Er allein kennt die Stätte. Denn er sieht die Ende der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem Wasser sein Maß gesetzt, als er dem Regen ein Gesetz gegeben hat und dem Blitz und Donner den Weg, damals schon sah er sie und verkündigte sie, bereitete und ergründete sie und sprach zum Menschen, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht. Wir denken immer, ja, wenn wir in einer Dunkelheit sind. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht gehört. Die drei Freunde von Hiob kannten nicht die Weisheit Gottes, wie mit dem Leiden von Hiob umzugehen ist. Weder Satan noch die Dämonen noch das stolze Getier hat Zugriff. Die Bibel sagt, der Vater, der in das Verborgene sieht, durch Almosen, Fasten und Gebet, bringt uns dorthin. Er alleine kennt den Weg, er alleine hat die Weisheit. Keine Dämonen, kein Leviathan, kein Behemoth hat Autorität, uns den Weg der Befreiung zu geben durch die Weisheit. Und die Weisheit, der Anfang der Weisheit ist der Geist der Furcht des Herrn. Wir müssen aufhören, wir haben keine Ahnung vom Evangelium. Wir plappern so dahin und wissen eigentlich nicht Gottes Wege. Gottes Wege sind die, dass uns der Teufel von hinten und vorne bedrängt und uns tötet. Und wir denken immer, wir haben Sünden. Sondern der Herr sagt, ihr greift euch an, ihr werdet geachtet wie Schlachtschafe. Inspiriert Menschen, hetzt sie auf gegen uns. Und der Herr sagt, wir sollen überwinden. Durch Jesus stark werden in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Versteht ihr das? Das hat mir Gott gezeigt, wo ich Psalm 45 gepredigt habe am Sonntag. Das habe ich am gleichen Tag bekommen, vorher euch das zu sagen. Es ist, weil wir dem Herrn dienen, greift uns die Finsternis an. Es muss keinen besonderen Grund haben. Du kannst den Herrn suchen, vielleicht ist eine Sünde da und oft ist es Stolz, dass wir richten. Dann zeigt uns Gott das schon. Aber oft einmal, es ist der Herr, der die Nieren prüft und die Herzen prüft. Und auch dieser Schreiber hat das geprüft, hat gesagt, ich habe deinen Bund nicht verlassen. Ich wüsste nicht, warum es mir so dreckig geht. Es geht ihm dreckig, weil diese Bestien uns attackieren. Ich sage euch noch einmal, alles, wo es dir nicht geht, sind diese Bestien der Finsternis. Wir müssen wachsam sein. Und wenn wir wachsam sind, ist eine große Stärke in uns, die diese Bestien besiegt hat. Es ist der Heilige Gottes in uns. Jesus Christus von Nazareth, gesalbt, mit heiligem Geist und Kraft, um die Werke des Teufels zu zerstören. Habt ihr das verstanden heute? Das wird nicht gelehrt. Diesen Weg kennen die Leute nicht, die Prediger. Die kennen den Weg Golgathas nicht. Der Weg Golgathas, der Weg von Jesus ist unser Weg. Und wenn ich mir einbilde, ich muss diesen Weg nicht gehen, habe ich mich getäuscht. Ich weiß, dass ich diesen Weg von Golgatha seit meiner Geburt gegangen bin. Noch meine Frau.
Halleluja. Und der Herr sagt, nichts kann dich trennen. Weder Tod noch Leben, Mächte, Gewalten, Finsternis, nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Aber wir müssen sie suchen. Der Herr, der Vater, hat diese Weisheit, um uns zu